Heute geht es um den Leak der dritten Staffel House of Cards, die Blitzinitiierung von Dying Light und dem neuen DLC Overrun zu Far Cry 4. Ich bin Luke und das sind die Texcalibur News. Ubisoft hat verkündet, dass ab sofort das neue Far Cry 4 DLC Overrun für Gamer an PC, PS3 und 4, Xbox One und der guten alten 360 verfügbar ist. Der downloadable Content beinhaltet einen neuen PvP-Modus, in dem verschiedene Teams sich in einem Kampf bekriegen. Generell scheint es eine Art Erobern- und Halten-Modus zu sein, wie man ihn aus Battlefield kennt. Drei verschiedene Locations auf der Map spielen hierbei jede Runde eine Rolle, während das eine Team versuchen muss, ein Gebiet zu halten, ohne dabei komplett von den Gegnern überrannt zu werden. Daher auch der Name. Der Unterschied zu den üblichen Modi in Battlefield und COD ist hierbei, dass man innerhalb dieses relativ großen Gebietes nicht an einer Flagge stehen muss oder irgendeine Aufgabe erledigen muss. Nein! Im Grunde schnetzelt man sich konstant mit den Gegnern und wer länger die Übermacht in dem Gebiet hat, gewinnt. So erklären es auch die Developer in ihrem Devblog dazu. Lange war Dying Light ja in der Diskussion, ob es nun indiziert werden soll oder eben nicht. Gerade die später im Spiel auftauchenden Kinderzombies, die man beruhigen muss, spielten dabei eine Rolle. Jetzt hat sich die BPJN oder auch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien dazu entschieden, eine Blitzindizierung durchzuführen. Das bedeutet für euch aber nicht, dass ihr es nicht kaufen könntet, beziehungsweise es euch weggenommen wird, wenn ihr es schon habt, denn es landet nur auf der Liste der indizierten Medien. Das bedeutet lediglich, dass man nicht mehr öffentlich für das Spiel werben darf. Dazu gehört auch das Ausstellen im Regal in Läden. Spielen und kaufen kann man es ganz normal online trotzdem. So eine Blitzindizierung ist übrigens eine Ausnahme. Jetzt hat die BPJN genug Zeit, um sich mit den Spielinhalten zu beschäftigen, was sie wahrscheinlich nicht wirklich tun werden, und eine endgültige Indizierung festzulegen. Durch eine technische Panne waren gestern Abend für kurze Zeit die ersten 10 von 13 Episoden der dritten Staffel House of Cards auf dem internationalen Netflix auffindbar. Die sollte eigentlich aber erst am 27. Januar launchen, was gerade auf Twitter gestern für einen großen Freudentanz sorgte. Nach ca. 20 Minuten wurde dieser technische Fehler, der von vielen als eine Art PR-Gag angesehen wird, behoben und mit dem Tweet "This is Washington, there's always a leak" gerechtfertigt. In selber Nachricht kündigten sie noch einmal den offiziellen Launch am 27.02. auf Netflix an. Wir hier in Deutschland müssen darauf leider aber noch etwas länger warten, weil sich Sky natürlich mal wieder die Rechte komplett gesichert hat. Na super. Falls es euch interessiert, welche Meinung wir zu diesem Thema haben, schaltet doch morgen Abend um 19 Uhr mal den News Recap ein. Da setzen Marty und ich auf der Couch und reden über Dinge. Um dazu voll im Bilde zu sein, empfehle ich euch noch diesen wunderschönen, hier, das eine Video von gestern oder das von vorgestern. Die sind nämlich wunderschön und sehr informativ und kann man sich auch angucken, denn das ist sehr schön. Tschüss.